Willkommen wieder bei einem neuen Video und wieder bei einem neuen Produkt, was ich euch gerne vorstellen möchte. Ja, es gibt ja immer so ein paar eklige Sachen am Körper. Meistens sind es Pickel und Mitesser. Ja, wenn man kurze Fingernägel hat und die manchmal doch recht zu schwer zu erreichen sind, gibt es Hilfsmittelchen. Ja, gründlich waschen hilft natürlich immer, klar, aber manchmal klappt das nicht so, wie man das so sich vorstellt. Ja, und da gibt es eben halt Akne-Besteck oder korrekt ausgedrückt ein Comedonquetscher. Ich nenne es halt Akne-Besteck. Ich will euch das nicht vorführen, keine Angst. Sieht ja doch schon ein bisschen eklig aus. Ihr könnt es ja mal bei YouTube eingeben. Da sind auch ein paar, ja, widerliche Videos zu sehen. Also wenn jemand der doch eine sehr grobporige Haut hat, kennt ihr ja da bestimmt selber das Problem, ja, dass man sehr viel oder sehr schnell Mitesser oder Akne allgemein dann hat, wenn man eine sehr fettige Haut hat. Ja, und das ist halt von Best Op ein so ein Comedonquetscher oder Akne-Besteck nenne ich es immer. Made in China, nichts Besonderes. Aber immerhin aus Edelstahl. Das finde ich schon mal sehr gut. Ist auch nicht viel dabei. Also ich will euch mal zeigen, wie das so aussieht, weil viele Bilder auf Amazon gibt es da nicht so wirklich. Na, kommst du raus. Und wenn ihr mal, wie gesagt, das sehen wollt, wie das ausschaut, oder Pop-Out-TV mal eingeben, oder Black Dots, ja, dann seht ihr schon, was da manchmal so eklige Sachen gibt. Also das hier ist nicht mehr drin, so, ja. Black Dots, also das ist auch schon echt, naja. Also essen würde ich dabei jetzt nicht wollen oder gegessen haben. Das ist dann doch schon ein bisschen dann eklig. Ja, hier ist eine kleine Gebrauchsanweisung, ja, für welche Sachen was ist. Das sind so die verschiedenen, ja, Instrumente. Ihr habt halt 5 Stück dabei und pro Werkzeug, sag ich jetzt mal, ja, sind halt 2 Werkzeuge dran. Ja, wie gesagt, aus Edelstahl. So sieht's aus. Ihr bekommt eine silberfarbene Weißblech-Verpackung, ja. Wenn ihr das kauft, ist das nicht so teuer, kostet was um die 10 Euro. Und ich kriege es irgendwie gerade nicht auf, weil ich irgendwie zu rutschige Hände habe doch jetzt an. Ja, ganz normal Schaumstoff hier mit Moosgummi ausgestanzt. Ja, wir holen mal alles raus. So, da ist es. Hier ist wieder leer. Ja. So, da sind sie. Wir tun es mal alle hier so hin. Das Besteck. So, einmal haben wir hier. Ist auch alles schön. Stabil gearbeitet, hier angeriffelt, ja, gerändelt halt, Kreuzrändelung und auch feste Schlaufen dran, zum Beispiel. Ja, seht ihr es? Ja, das ist halt auch zum Pickel wegmachen. Hier habt ihr ein Mitesser Nadel, da könnt ihr irgendwie dran rummachen, ist auch wirklich sehr spitz. Ja, das ist schon. Hier noch mit einem, ja, Schutzhäubchen drauf, dass euch nicht piekst. Das ist das erste gewesen. Dann haben wir hier das zweite. Sieht aus wie so ein kleiner Schuhlöffel. Ich habe keine Ahnung, für was man das jetzt hier genau benutzt. Aber steht ja alles in der Betriebsanleitung mit dabei. Ja, das ist halt so, ist auch alles fest. Genau wie hier. Ja. Und das ist halt hier diesmal ein Vierkant. Keine Riffelung, eine Ränderung. Da haben wir das noch einmal. Ein bisschen anders, ein bisschen kleiner die Schlaufe. Ja, auch wieder Vierkant, keine Ränderung. Auch wieder eine kleinere Schlaufe dran. Wie gesagt, bei YouTube mal eingeben: Black Dot oder Pop-Out oder was es nicht alles gibt. Ja, das ist dann halt so für, ich sag jetzt mal, für die Mitesser. Das hier sogar doppelt gerändelt. Groß und klein, klein und groß. Ja, und dann hier noch einmal. Hier so zum Drüberstreichen über die Haut. Dann wieder mal gedreht. Ein bisschen kleineres Schläufchen. Ja, das sind sie. Also es ist das ganze Besteck. Wie gesagt, 5 Stück sind es an der Zahl. Und auf jeder Seite habt ihr da verschiedene Sachen. Ich will es euch nicht vorführen. Guckt euch das bei anderen YouTube-Kollegen an. Da könnt ihr das mal schauen. Meistens sind es da die weiblichen, die das vorführen. Aber auch jeder Mann sollte das mal haben, um ihm halt eine grobporige Nase sauber zu halten.
Nicht nur von innen, sondern auch mal von außen. Ne? Ja, das war's. Bis demnächst wieder, euer Digger Yoshi und tschüss.